Hallo Freunde und willkommen zurück zu Vampir, zu langen Ladezeiten und zu dem Ashbury-Anwesen. Denn da sind wir in der letzten Folge hingegangen. Unter anderem, nachdem wir den ganzen Bezirk eigentlich geheilt haben. Liz ist also oben. Dann sprechen wir da doch mit ihr. Denn es gibt hier ein neues Ereignis und damit, das heißt neue Dialoge. Hallo. Elizabeth. I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Haben wir das nicht alle? I had the impression you despised skulls. And now you find them delicate? You have persuaded me, Jonathan. It has been a very long time indeed since anyone has changed my opinion of anything of note. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was no doubt inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news. With the greatest haste. Ja. Gut, das war interessant. Das ist hier abgedeckt. So. Ich würde trotzdem gerne noch zurück ins West End, weil wir da ja noch drei Leute heilen können. Das sind immerhin ein paar gute Erfahrungspunkte. Wichtige Erfahrungspunkte. Ehe wir dann im Pembroke nochmal kurz leveln und uns dann Mr. McCullum wieder stellen werden. Gegen den wir ja am Mittwoch schon angetreten sind. Und verkackt. Weil der sich die ganze Zeit in seinem scheiß Licht aufgehalten hat, was mich auch ein bisschen abgefuckt hat. Muss ich ja zugeben. Außerdem haben wir in der letzten Folge noch Teil eines guten Griffs gekauft. Das heißt, wir können jetzt auch noch eine weitere Waffe voll upgraden. Das ist genau, was ich tun möchte. Bist du alleine? Ain't safe here for a gentleman. Du kannst mir auch nichts entgegensetzen, Mr. Not So Gentleman. Deshalb, das waren auch nur günstige und einfach erhaltene 5 Erfahrungspunkte. So, das ist die Quarantänezone, aber hier ist das West End. Hier gibt es noch ein paar Leute, denen ich helfen kann. Das ist zum Beispiel unser alter Freund Terence, wobei es dem gut geht. Ist denn, ja, Miss Ashbury bleibt auch irgendwie die ganze Zeit am gleichen Punkt stehen. Good evening to you, Dr. Reed. Do you need my medical attention, Charlotte? Indeed. Unlike you and my mother, I can still become ill. Oh, you cannot imagine how relieved I'd be to catch a cold again. My mother once told me the same thing. I sometimes wonder if she's forgotten what it feels like to be ill. Wahrscheinlich. Sonst noch irgendwas würde ich machen. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Wir haben sie eben erst gesehen. Da sitzt Miss Teasdale. Ja. Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed,
Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. Ich glaube eher, dass er was ganz wesentlich Schlimmeres für dich vorhatte. I don't need your help specifically. I can assure you there are many competent doctors around. Hey. Wir sind ziemlich kompetent. No doubt about it. But I'm offering you my help anyway. All right then. But please leave me alone for now. Na, gleich. Ganz kurz. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic, not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? Sure. I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but I... Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. Okay, das war gerade eine sehr... Die Frage hat mich auch ein bisschen rausgeworfen. And be careful. Until we meet again. So, Venus war noch krank, aber ich möchte mal eben kurz noch bei dir einkaufen. Good evening, Dr. Reed. Ja, ja. A great night, what? Have a look at your goods, Mr. Russell. So, du hast nämlich auch noch Teil deines guten Griffs, die nehme ich auch beide mit. Das sind Bleiplatten, keine Aluminiumteile. Das sieht auch wichtig aus. Aber das war wichtig. Gut, dass ich den gesehen habe. Ja, schön. Du warst gesund, ne? Ja. Hier also wirklich nur noch Venus. Zu der kamen wir hier hinten. Die Dame hat auch Kopfschmerzen. Aber gut, bei dem Gelaber von Clarence kann das, glaube ich, auch verstehen. Ja. Die Taste wollte ich. What do you need from me, Jonathan? Do you need my medical attention? It would appear that old habits die hard, my dear. I would appreciate your help as always. And I'm happy to give it to you, as always. Thank you, Jonathan. Sehr schön. Sonst haben wir nichts mehr. Genau. Danke. Goodbye for now. Auf wieder, tschüss. So, dann haben wir hier eigentlich alle geheilt. Über zu den Docks muss ich jetzt nicht auch noch laufen. Muss ich nur noch gucken, wie ich am schnellsten wieder zurück zum Krankenhaus komme. Das kriegen wir auch hin. Mit. Hier wieder lang. Ein bisschen rechts halten. Nicht politisch, aber... Ihr wisst, was ich meine. Wobei, Moment, hast du vielleicht weißen Phosphor? Guten Abend.
my dear colleague. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Nein. Gut, danke schön. Und auf Wiedersehen. Mal kurz bei Mr. Dingens, Mr. Lewis gucken will, ob ich da nicht weißen Phosphor übersehen habe. Habe ich eigentlich, oder? Ja, ich glaube richtig. Ihr seid euch auch die ganze Zeit am Streiten, oder? Nicht. Nee, mit dir wollte ich gar nicht recht. Geh weg. Goodbye, Mr. Peterson. Ja, mit dir wollte ich sprechen. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Right then. Show me what you have. Nee. Okay. Du hast kein Essen versorgt. Trotzdem, dankeschön. Dann treten wir jetzt den Heimweg an. Beziehungsweise, ich kann dann mal bei den beiden Händlern Milton und Mr. seinen Namen vergessen, der Inder, der indische Arzt. Die 100 Sekunden haben wir jetzt. Sehr schön. 100 Sekunden meine ich natürlich den Cooldown von unserer Fähigkeit. Hier lang und gleich müssten wir wieder. Da ist die Brücke. Ist das Pembroke? Zunächst, ne? Lass mich hier durch. Hier ist nämlich unser werter Kollege Inder. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ja. Perfekt. Danke dir. Okay, gegen ihn. Gegen Edgar McCallum ist es natürlich nicht so effizient, weil es sich gegen Vampire richtet und Edgar ist kein Vampir. Auch wenn er zu Beginn des Kampfes ja das Blut von einem Ritter trinkt, von Atos, glaube ich so. War es nicht so? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Das ist so eine typisch amerikanische Einstellung. Ich nehme ich mal noch mit. Ja, die Schrotflinte kann ich mir halt nicht leisten. Den Schlagstock nehme ich jetzt einfach mal mit, nur um ihn zu haben. Davon brauche ich niemals so viele. Wenn ich da 10 von habe. Ein paar Opiate kann ich mal verkaufen. Schade, ich kann es nicht einfach gedruckt halten. Ich habe ja persönlich gerne bei so Spielen, wenn man in 10er Stacks auch verkaufen kann. Verkaufen wir noch 8, dann haben wir noch 50 davon. Ups. Dann muss ich 55 verkaufen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich will mir trotzdem die Schrotflinte von ihm kaufen. Einfach, weil ich alle Waffen haben will. So. Erst so 33. Jetzt können wir uns sonst kaufen. Okay. Ah, wir haben immer noch nicht alle Waffen in diesem Spiel. Aber egal. Ich denke auch nicht, dass Miltons Schrotflinte so gut ist, wenn wir die mit unserer jetzigen vergleichen. Wir haben ja eine Schrotflinte. Die ist ziemlich gut. Weil wir jetzt die sogar noch besser machen können. So. Als erstes möchte ich bitte das.
das Ding hier noch verbessern. Und den Schaden erhöhen. Wir haben nämlich, glaube ich, hier drauf mehr Schaden als hier drauf. Ja, wir nehmen keine Blutpunkte auf, das gebe ich zu. Ich frage, wenn ich hier theoretisch einmal Blutpunkte rausnehme und den Schaden erhöhe, komme ich auf 260. Das ist immer noch nicht genug. Also würde ich jetzt hier die Blutpunkte, die 5 pro Treffer, gegen 33 Schaden tauschen. Ich glaube, das werden wir auch tun. So, kann ich dich mal upgraden. Mal gucken, wie viel Schaden die jetzt macht. Das ist jetzt schon viel und da geht nochmal 10% drauf. Das ist ordentlich. Ich meine, okay, ist halt auch eine Zweihandwaffe, muss man dazu sagen. So. Du hast 672 und du hast mehr und sogar die verringerte Nachladezeit. Wenn ich jetzt hier... Geht echt ein weißer Phosphor. Habe ich nicht... Hatte doch mal einen gefunden. Zwei bei Dingens gekauft. Verdammt. Aber gut. Das ist gut zu wissen. So, die auf Stufe 2 hat die fast 300 Schaden. Die hatte auf Stufe 2... ja gut, müsste ich theoretisch nochmal 30% runterrechnen, aber kommen wir trotzdem nicht auf knapp 300 Schaden, glaube ich. Weil ich trotzdem Miltons Waffe jetzt einfach mal upgrade. Weil nee, ich habe die Teil eines gewöhnlichen Abzugs habe ich verkauft, nicht guten. Aber fast sogar Miltons Schrotflinte könnte doch besser sein. Shit. Aber egal. So. Nochmal leveln. Die Frage ist... was nutzen wir? Die Gerinnung? Nee, brauche ich nicht. Das Ding vielleicht nochmal, aber das kostete 4000 und wir haben noch nicht das Level dafür. Das gab Blut dabei. Schalte ihn dafür halt nur für 3 Sekunden aus. Aber es ist die gleiche Zeit, die wir jetzt auch drin haben. Das heißt, wir hätten noch 1300 zur Verfügung. Kann ich den... Nee, nicht die Regeneration, den Schaden von bis zu 1000. Könnten wir uns also beides leisten. Dann mache ich das doch gerne. Ach Quatsch. Nein. So. Und 600. Und das kostet auch 600, ne? Ja. Habe ich. Das kostet 1500. Das habe ich nicht mehr. So, dann. Ich weiß halt gerade nicht mehr, was für Resistenzen der McCallum hatte. Gut, es kostet die 1000, das freizuschalten. Na, also ist das egal. Gut, dann lassen wir jetzt die ganzen Leute nochmal regenerieren. Letzte Nacht verstarb ein hochangesehener Bürger des Stadtbezirks, Aloysius Dawson, Mitbegründer und Leiter der Firma Dawson & Dawson, verschied im 71. Lebensjahr. Es war kein Geheimnis, dass sich Mr. Dawsons Gesundheitszustand zuletzt verschlechtert hatte. Der einst fröhliche Geschäftsmann war gesellschaftlichen Ereignissen seit dem tragischen Tod seines Zwillingsbruders fast vollständig ferngeblieben. Aloysius Dawson war nicht nur einflussreich, sondern auch ein großer Kunstsammler und Philanthrop.
Zuletzt war er für einen kühnen Plan zur Rettung Londons vor der spanischen Grippe eingetreten. Mittels einer Quarantänemauer sollten die Bezirke voneinander getrennt werden, um der Epidemie Einhalt zu gebieten. Und nur Stunden vor seinem Tod hat der Magnat Anweisungen gegeben, die Baupläne nicht umzusetzen. Völlig überraschend haben außerdem alle wichtigen Londoner Krankenhäuser große Geldsummen erhalten. Auch kleinere Kliniken und Arzneiausgaben wurden mit bedeutenden Spenden bedacht. Hatte Aloysius Dawson, der für seine Standhaftigkeit und seine konservative Haltung bekannt war, letzten Endes also doch noch eine gnädige Seite an sich entdeckt? Wer weiß. Nur eines ist sicher, in der gesamten Stadt konnten dank der späten Generosität dieses Mannes die Medikamentenvorräte aufgefrischt werden und die Zahl der Toten ist in den letzten 24 Stunden erheblich gesunken. Zweifellos werden sich hunderte dankbarer Bürger am Friedhof von St. Mary's einfinden, um ihren Wohltäter auf seiner letzten Reise zu begleiten. Ach, dann ist das doch gut gegangen. So. Dem Bezirk geht's wieder deutlich besser. Und der ist perfekt, der Bezirk. Komplett gereinigt. Gar nicht, dass wir denen geholfen hatten. Aber gut. So. Ich wollte trotzdem noch mal einmal in dieser Folge, auch wenn es jetzt entsprechend wieder länger wird, aber das kennen wir in diesem Spiel bereits, gegen McCallum antreten. Gucken, ob es diesmal besser läuft. Ansonsten starten wir natürlich nächsten Montag dann mit einem Sieg gegen Edgar McCallum. Mal gucken, wie lange das dauert. Wahrscheinlich, wenn man ein bisschen blutrünstigerer Vampir spielt, ist Edgar ein relativ einfacher Kampf. Also vergleichsweise. Nee, Geoffrey, wie komme ich auf Edgar? Edgar Swansea. Poisonous bite is useless on me. Okay. Er hatte leider eine Was ist mit dem Zweihänder bitte auf? Resistenz gegen Blut. True light will cleanse you. Oh, ist die Waffe nicht gewechselt. Hallo. So, ich hab eher. Okay. Ich hab nicht gesehen, dass der noch nachgeladen hat. Komm, das lasse ich nicht zählen. Das war ja traurig. Außerdem packen wir hier das erstmal nur das normale Regenerationsserum rein. Das werde ich jetzt mal eben aktivieren, sodass wir Blut wieder haben. Und hier kriegen wir dann das starke Blutserum rein. Show some style. Fight like a man. Das ist Schaden. Oh. The blood of a true defender of this land will protect me. Close your eyes. This is gonna hurt. Freewind prevails. Lass das. Kannst du aus dem Licht wieder rauskommen? Ach.
take you down! If you're so innocent, why does Temple Knight burn you so much? You're poison. Nein. Ach, ich habe das Gefühl, dass wir einfach gerne mal nicht ausweichen wegen diesem Scheißlicht überall. Geht mir auf den Sack. Aber gut, in der nächsten Folge seht ihr dann, dass wir auch trotz dieser Umstände den Sieg davontragen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder bei Vampir. Montag wieder, Entschuldigung. Jedes Mal. Montag sehen wir uns wieder bei Vampir. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.